Hallo, nicht jede IP-Adresse gibt es im Internet, denn viele IP-Adressen sind für private Zwecke vorgesehen, also für lokale Netzwerke, für Firmen etc. pp. Das heißt, diese IP-Adressen können ganz oft vorkommen. Das heißt, ihr könnt in eurem privaten Netzwerk und 192.168 10er Adressen haben und ich genauso. Und die kommen sich auch nicht in die Quere, weil sie einfach nur lokal gültig sind und im Internet gar nicht existieren. Ja, für so lokale Netzwerke gibt es im Endeffekt folgende: alles, was mit einer 10 beginnt, dann die 172.16 bis 172.31 255 und das, was die meisten Leute zu Hause nutzen, die 192.168er Adressen. Darüber hinaus gibt es dann noch ein paar weitere, sagen wir mal zum Beispiel 127, die es auch faktisch nicht im Internet gibt. Für IPv6 gilt das Gleiche. Auch hier sind Adressbereiche vorgesehen, die im Internet nicht geroutet werden, die praktisch nur lokal gültig sind, um einfach solche lokalen Netzwerke beliebiger Größe zu ermöglichen. Und außerdem steigt dadurch natürlich die Verfügbarkeit der Adressen, wenn nicht jeder lokal, also wenn nicht jeder einen eindeutigen Adressraum hat, sondern es eben diese privaten Adressräume gibt, die vielfach vorkommen können. Faktische Auswirkungen hat es für OSINT nicht, weil wenn ich so eine IP-Adresse tatsächlich mal abfrage, bekomme ich halt gesagt, ja, das ist eine IP-Adresse, die gibt es im Internet gar nicht. Kein Ergebnis, Ende. Aber man sollte vielleicht Bescheid wissen, dass das existiert. Okay, macht's gut. Ciao, ciao.